unten ist irgendjemand. Hey, seht mal. Ist das die Verteilerkappe? Der Duke? Wir brauchen sie. Und schön. Wir müssen sie holen. Müssen wir. Yo, Brad, komm schon, wir müssen das durchdenken. Stopp! Heiliger Mist! Bloß sie verkacken hier. Da musst du dir einen anderen zum Mitspielen suchen. Nix da, das mach ich nur mit dir. Allein schon, weil du dir das Spiel gewünscht hattest. Da muss ich besoffen gewesen sein. Mitgehangen, mitgefangen. Okay. Ohne dich hätte ich das Spiel auch nicht. Je vous ai entendu. Qui est là? Oh, sie lebt ja noch. Du brauchst doch kein schönes Gefühl haben. J'essaie d'entendre ce qui se passe. Ich hab doch niemanden getötet. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Foutu navire de merde. Ja, toll, hat ja super geklappt. Komm schon, wir müssen hinterher. Aber Fist sieht schon heiß aus, ne? Oh yeah. Oh yeah. Wie ist mein Kleiner? Das ist ein heißes Luder. Warte mal. Ich mach mal kurz was. Wenn ich rauskomme. Ah, jetzt. Oh. So. Und zwar... Nach 22 Stunden 26 Bier, ja, das wäre mir scheißegal. Erstmal nach 22 Stunden wäre ich sowas von müde. Wo der Alkohol denn sowieso schneller wirkt, also kann mir da keiner erzählen, dass der denn noch nüchtern ist. Also, oh je. War das das? Doch müsste das gewesen sein. Hallo? Was? Oh no. Hörst du mich? Ich hab so ein Piepen im Ohr, ja. Ach, gut. Oh, weia. Oh, Speedy, du sollst nicht alles runterschmeißen, Schatzi. Komm mal vom Schreibtisch. Aber ich schmeiße gern alles runter. Meine Hülsen, jetzt muss ich die wieder einsammeln. Oh, deine Hülsen. Oh. Was? Das Gute ist, ich höre mich ja nicht selber, ne? Ich weiß ja nicht, wie ich gerade anziehe. Ja, schön, dass du das selber nicht hörst. Ich spiele jetzt übrigens ein paar Minuten so. Ich hoffe, das stört uns nicht. Wieso? Wer hat das irgendeiner eingelöst? Nee. Nö. Nö. Das ist gerade einfach so von mir. Aha.
Oh nein. Oh mein Gott, wenn du jetzt einen Jumpscare hast und dann anfängst zu schreien, dann platzen mir die Ohren, glaube ich. Warum kann ich denn jetzt? Jetzt. Moment. Ich muss die Hülse erst füllen. Oh, fertig. Also, Mappa. Ah. Nett, dass du meine Hülse füllen willst, aber gut, nicht von den Kindern. Okay, den Begriff dafür habe ich auch noch nicht gehört, der ist mir jetzt neu. Der ist mir ganz spontan eingefallen. Ich finde das gut. Let's go. Was soll das? Ich dachte, wir wollen ihn. Wir müssen uns halten. So können wir sie überholen. Hoffentlich ist das schneller. Let's see me, Mario. Ah, ne. Ich mache das. Was? Ist dir wohin? Fällt mir jetzt gerade ein. Wir machen gleich weiter. Aufgefallen, wo die doch gefangen gesessen haben, unten im Boot. Und einer zur Scheibe gegangen ist, zur Tür und da durchgeguckt hat. Ist dir da was aufgefallen? Nö. Da war der Typ, der uns immer alles erzählt zu sehen. Echt? Mhm. Nee, habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Ja, musst mal gucken. Im Dingsbums. Ach, jetzt spiele ich Alex. Da sind wir ja, gerade rein. Ich spiele die geile Schnitte. Wen Fisch? Leute, was macht ihr? Guck, ganz viele tolle Sachen, Harry. Ganz viele tolle Sachen. Das ist das Gute, ich höre mich nicht selber. Was? Aber ich kann Discord stumm stellen, ne? Ja, aber dann hörst du mich ja nicht mehr. Ja, darum ja. Der war gut, ne? Ja, gut, aber wie spielen wir da zusammen? Ah, zusammen. Gar nicht mehr. Nicht lustig. Nee, finde ich auch nicht. Endlich hat sie mal was Sinnvolles gesagt. Hey, wir haben meinen kleinen Bruder verloren. Findest du ihn also jetzt, deinen kleinen Bruder? Na, der sitzt doch irgendwo unten noch, oder? Fällt der Gut, hast du den nicht verstanden, ne? Das war ein Eisberg. Nee. Ah, schön. Ja, schön. Geile Scheiße. Oh, ich glaube, du hast die komische Erschreckensszene, wo Heimer dich gekillt hat, quasi. Hier waren wir schon. Ich glaube, die hast du. Bin mir aber nicht sicher. Nicht. Ich schwör's, hier waren wir schon, Alex. Aber ich meine, das war mit den beiden, die du da gerade spielst. Komm schon, Leute. Nee, ich spiel bloß ein. Ja, aber dir läuft ja noch jemand mit hinterher. Ah, quasi. Guck mal, der Nebel breitet sich aus. Mhm. Weil ich spiel jetzt hier gerade was ich noch nicht kenne. Oh Gott! Alex? Oh Gott! Wer war das? Ja, ich hab nichts. Was soll das heißen? Warum sagst du es nicht? I hate you. Ich mag Ratten eigentlich, aber hier mag ich sie nicht. Oh, Speiseplan. Hey, hier steht heute gibt's Rinderragout. Hm, lecker. Es sieht so aus, als wäre es zum Stehen gekommen. Es steht wie ein Fleisch auf dem Speiseplan. Sorry, jetzt hab ich das Wort. Hey, Vorsicht damit. Wir sollten jetzt keinen Blödsinn machen. Nettes Messer. Könnte ein schönes Mitbringsel für meine Angreifer werden. Nicht weiter. Au. Ja, vielleicht brauchen wir es. Was? Ja.
morgen schreie, ne? Bescheid. Mist. Papa? Ja? Ich muss gleich einmal kurz umkappen. Weil. Ich sehe sonst nicht, wie. Ob du dich dumm stellst oder nicht, wenn ich da in deine Szene reinrede. Ach ja, gute Idee. Ich muss mein Discord auch wieder vorholen. So, okay. Aber ich rede mal wieder normal, ne? Oh, ist das angenehm. Nach einer Weile ist das echt nervig, dieses, weil man versteht das auch nicht alles so klar, weißt? Ich weiß. Es muss ab und an mal sein. Eigentlich würde ich was Gruseliges machen, während ich dich erschrecken, also nicht, damit ich dich erschrecken kann. Das Problem ist halt, ich muss dafür raustappen. Das weißt du, weißt sowieso, was ich vorhabe, wenn ich raustappe. Also. Jo. Aber wir müssen die Stimmen sowieso nochmal extra testen. Weil bei einigen ist das sehr, sehr schlimm, da überhaupt was zu verstehen. Weil das ist dann auch nicht angebracht, glaube ich. Doch. Ich habe da noch eine andere wilde Idee für dich und deinen Stream. Ah. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das weiß ich auch nicht. Worum geht's? Snapcam. Soup du jour, Mademoiselle. Also, hab ich doch schon. Also rein theoretisch. Geht doch nicht bei allen Spielen. Wenn wir nee, dass man für das Punkte Chef oder so so ein Dings auswählen kann, ja, was du dir als Maske drüber packst oder so, weißt du? Ja, hab ich ja. Also ist ja drin. Ach so. Ist ja, ja das drin. Das Problem ist, es funktioniert nicht bei jedem Spiel. Zum Beispiel bei Witcher 2 ist halt Witcher 2 die ganze Zeit abgestürzt. Also ich muss das Ding ja die ganze Zeit laufen lassen, weil sonst hängt sich die Kamera auf. Ich find das immer so witzig. Bei anderen Streamern funktioniert das alles einwandfrei. Bei mir, ich muss die Dinge halt immer offen lassen. Okay. Und bei Witcher 2, wie gesagt, wenn ich das Programm habe laufen lassen, ist es immer am Abstürzen gewesen. Aber das ist ja mies, weil also, hier jetzt hätte man so eine gruselige Maske dann aktivieren können oder so, weißt du, zu so einem Stream. Oder nachher Halloween. Ich glaube, hier hinten ist ein Bild. Ja, ich bin eh woanders als du. Ich sehe das alles gar nicht, was du da machst. Ach so, du bist ja mit Phyllis unterwegs. Ich bin mit Phyllis unterwegs und habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Sie übrigens auch nicht. Wobei, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das gerade wissen will, was hier abgeht. Ich hab gedacht, du bist mit mir hier. Und spielst die blöde nicht. Kuh. Hier stimmt was nicht. Leider nicht. Wir sind gerade wieder getrennt. Und ich bin jetzt komplett alleine. Mit uns hier drin. Mein Kompagnon ist tot, glaube ich. Hast du nichts gehört? Ha, die Alte dreht jetzt durch. Okay, dann sollten wir weiter. Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Oh, ich habe auch ein Bild gefunden. Ratten. Wahrscheinlich nur Ratten. Was? Mehr war es nicht. Jetzt lach mich bloß nicht an. Ganz aus der Nähe. Ah ja. Ist klar. Hä, sind wir von da nicht gekommen? Wo rennt die Alte hin? Okay, hier waren wir schon. Bin hier ganz. Oh, ich will nicht. Was willst du jetzt? Aber ich spiele jetzt tatsächlich etwas, was ich noch nicht kenne. Und das macht mir gerade höllische Angst. Wir haben nicht viele Optionen. Wir müssen hier. Okay, nein. Da mache ich nicht mit. Was? Olle Särge und scheiß Kapellen? Nicht mein Ding, weißt du? Ich will hier raus. Ja, das denke ich mir auch gerade, weil ich habe Angst, wenn ich mich jetzt umdrehe. Geister? Jetzt gibt's hier Geister? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich Angst vor dem Spiel habe. Aber wissen die Geister das auch? Ich bin in den Raum mit den Särgen. Hör mal. Klar ist es gruselig, eklig und auch ein wenig verkommen. Ich weiß es halt nicht. Und ich bin mir sicher, sie bleiben tot. Ob ich jetzt hier einfach zurück muss? Was übersehen hab? Was ist das? Oder ob ich warten muss, bis du mir die Tür öffnest. Ich guck mir jetzt Särge an. Oh Gott. Ah! Du kleines Arschloch! Boah. Ach, das? Das war sowieso schon locker. Weißt du was? Lüg mich nicht an. Auch nicht, wenn du es gut meinst. Wieso liegen die da zu zweit drinne? Das fragst du noch. Hey. Brian Carter. Der hat einen Namen. Was machen die eigentlich hier?
Ich glaube, für ewig auf einem Geisterschiff festzuhängen, ist ein blöder Plan. Hey, ich bin jetzt wenigstens nicht mehr allein unterwegs. Mich interessiert, wer die sind und was die hier tun. Papa hat ein Geheimnis gefunden. Und wir nicht. Und das soll auch so bleiben. Wer hat ein Geheimnis gefunden? Ich? Du. Ja. Da stand bloß ein Name auf dem Sarg. Sieh mal der hier. Wie für ein Kind. Will ich nicht wissen. Hauen wir ab. Ja, vielleicht ist das Baby Dracula. Und das sind seine Eltern. Und alle schlafen in Erde aus ihrer Heimat. Und dann stürzen sich alle auf Conrad und saugen ihn aus. Gut. So, dann gucken wir uns noch den letzten an. Bloß nicht zu lange durchgucken. Alter, wie viele Geheimnisse findest du denn? Tja, wieso? So kann man eine Beziehung auch beenden. Findest du keine? Ich glaube, oh ich tue jetzt Gott. Gleich was Dummes. Oh Gott. Ich gebe einen Herzschlag. Oh, der Nacht. Da! Was? Ich spiele nicht mehr mit. Ernsthaft? Willst du mich ausflippen sehen? Ich bin erschreckt. Also hast du mich erschreckt. Entschuldige. Bitte nicht klippen, bitte nicht klippen. Oh. Bitte klipp das mal leider. Bei beiden. Fuck it. Also die Stelle hattest du auch schon. Da wo du bist, das hatte ich, aber da wo ich bin, hatte ich noch nicht. Ich spiele was ganz Neues gerade. Das war eben da, wo der Kopf runtergefallen ist und nachher war es doch bloß ein Kelch. Ach, das Ding, ja. Okay, ich erinnere mich. Ich bin jetzt übrigens in dem Raum, wo ich dich erschossen habe. Alles klar. Beziehungsweise, wo wir die Waffen gefunden haben. Die Zeit wird knapp. Ja, das ist schön. Hauptsache, er schießt mich nicht nochmal. Nee, du bist ja nicht in der Nähe. Nee, ich bin gerade im Rotlichtviertel hier. Was macht denn so ein Geräusch? Hey, Rotlicht und das ohne mich. Da hinten liegt jemand. Ich bin in dem Raum, wo du aufgewacht bist. Ah. Glaube ich. Hier heult Chris. Jemand. Hey, jetzt ist nicht die Zeit für doofe Spielchen, im Ernst. Ich halt's nicht aus. Alter, da weint jemand. Hybrid, nein. Alter, ich werde den Spiel nicht mehr weiterspielen. Was ist das denn? Nein, lass das, das ist doch eklig. Ja, ist es. Scheiß mir hier gleich in die Hose. Ich wollte doch Pampers vorher anziehen, verdammt! Conny? Oh, okay, jetzt. Naja, egal. Wachdienstort, Frachtraum 3A, Datum 21. irgendwas. Ein Offizier, Carter Watts. Ach, Posten. Wo ist Conrad? Reed, Miller, Davis, Perth, Griffin, Patterson, durchgestrichen, O'Neill. Ich würde noch lauter schreien, du blöde Kuh. Kurz überwacht. Bewachten Bereichen. Posten niemals vor Ablöse durch nächste Wache verlassen. Okay. Wo zur Hölle ist der? Ich hab Angst. Ich hab Konrad verloren. Ich hab Konrad verloren. Ich war aber nicht schuld. Wir waren zu dritt unterwegs. Auf einmal ist er weg. Ich hab Konrad verloren. Ist gut. Ich hab Conrad verloren. What? Ja, und die blöde Kuh läuft durch eine leere Halle und schreit ganz laut: Conny! Conny! Anstatt die Fresse zu halten, weißt du, die werden ja auch nicht gesucht. Oh Gott. Jetzt hab ich mich verfehlt. Mach das nicht nochmal mit mir. Guck mal, da steht einer. Ich sehe das ja erst später bei dir im Stream, weißt du? Du schreist mich schon an und dann sehe ich erst warum. Das kann ja noch lustig werden heute. Ey, ich glaube, ich habe Bock, das Spiel durchzuspielen. Nein. Machst du mit? Was? Nein. Na, aber wahrscheinlich, dadurch, dass wir ja zwei Storys gleichzeitig spielen, sind wir wahrscheinlich schneller durch. Wir teilen uns ja die Hälfte.
Und nächste Woche und nächsten Monat fangen wir dann mit dem zweiten Teil an. Der zweite Teil kommt zu Halloween. Ich brauche Vorbereitung, seelische. Ach Quatsch. Bis dahin ist der vierte Teil denn schon draußen. Oh Gott. Willst du mich umbringen? Nein. Aber ich habe mir gedacht, einmal im Monat spielen wir einen Teil davon. Oh Gott. Du willst mich umbringen. Ist nur ein Vorschlag, musst ja nicht zustimmen. Lieber Chat, stimmt. Mach doch mal bitte eine Umfrage auf. Was bitte? Aber bei dir geht das doch gar nicht mit der Umfrage. Nee, sollen sie auch bei dir machen, Mensch. Nee, bei mir geht das nicht. Mir geht das auch nicht. Boah, ich finde das nämlich gerade echt lustig. Bist du jetzt mal fertig? Das ist leid. Ach ja, der schläft ja. Huch! Oh, eine Leiche. Hä, was läuft denn da für Suppe aus? Nicht, wenn ich so weiter schreie. Der denkt sich wahrscheinlich irgendwann ohne Seite. Alter, was hat die Alte da unten? Oh, ich habe eine Patrone gefunden. Krieg ich auch eine Waffe dazu? Jetzt steckt er die wieder in das Loch von der Leiche. Oh mein Gott. Really? Brad, du bist echt... ein Held. Vom Erdbeerfeld, ja. Toll. Oh, ja. Alle Leichen. Korridore sehen gleich aus. Hey. Da! Geh weg. Willst du mich sehen? Jetzt habe ich mich an derselben Stelle erschreckt wie du. Nur, dass ich mich jetzt vor Phyllis erschrocken habe. Hä? Wieso? Hä? Ich spiele jetzt Brad. Habe ich doch gesagt. Oh, scheiße. Du hast die Arschkarte. Du hast so die Arschkarte. Danke. Jetzt stehe ich wieder an der Leiche. Okay, fummeln wir die Patrone nochmal raus. Nein, achte mal auf ihr Oberteil. Die Person hat ein anderes Oberteil an. Auf der Patrone steht Alex. Die richtige Phyllis hat ein oranges Oberteil, deine hat ein blaues. Das ist nicht Phyllis. Okay, jetzt hast du mir Angst. Das sind so Sachen, auf die ich nicht achte. Das Problem ist halt, ich spiele ja gerade die richtige Phyllis. Das heißt, das kann ja nicht die... Ich gehe schon wieder durch diese Tür, die ich eben gegangen bin. Steht Phyllis jetzt nochmal hinter mir? Chelsea Paris. Rex Paris. Bist du absolut sicher, dass wir... Mal sehen, wenn du anfängst zu schreien. Jetzt habe ich einen Typ mit einer Waffe hinter mir. Nachdem ich das zweite Mal durch den Flur gelatscht bin. Ach, geh aus dem Bild, ich sehe doch nichts. Siehst du, gegen die Wand. Jetzt bin ich schon wieder bei der Leiche. Solange so das Loch in der Brust ist und kein anderes Loch, ist doch alles safe. Welcher Name steht diesmal auf? Die Leiche ist ja gar nicht so verhunzt wie beim letzten Mal. Also langsam wird's komisch. Schmeiß das weg! Schmeiß das weg! Nein! Oh. Mach das aus! Alt F4, mach das aus! Soll ich auf vorne drücken? Boah, hattest du das auch? Jetzt renne ich schon wieder durch die Tür. So weit war ich, glaube ich, nicht. Was geht hier vor? Da habe ich mich, glaube ich, nicht getraut. Hey, bist du sicher? Jetzt bin ich alleine. Das Schlimmste ist, ich spiele halt so gar nicht mehr weiter, ne? Ich gehe nur noch so Babyschritte. Okay, jetzt habe ich mich selber laufen sehen. Oh mein Gott. Der hilft uns hier nicht mehr. Oh mein Gott. Ich glaube, ich sterbe. Oh Gott, Oli, du verkackst die ganzen... Jetzt habe ich mich bei dir im Stream erschrocken. Ich sterbe gerade.
Ey, du musst auch die Tasten drücken, habe ich mir sagen lassen. Komm schon! Nein! Ich bin tot. Guck mal, der will knutschen. Der will doch nur knutschen. Okay, wir haben einen Charakter verloren. Und, oder doch nicht? Nee, doch nicht. Sie lebt noch. Alex. Ich glaube. Oh, ich habe schon wieder so eine Ekelszene. Oh mein. Was habe ich hier für eine Scheiße? Wir retten ihn. Ach du Heilige. What the fuck? So, und nun? Scheiße, nicht mehr. Scheiße, scheiße, nein. Ich darf nicht in deinen Stream gucken, immer wenn du quietscht. Ich brauche eine kurze Pause, Schmidikock. Ja, ich würde mir gerne Eis holen, Pipi machen und... Jetzt macht er bei dir die Pause, ich dachte gerade schon so, hä? Alter, habe ich nasse Hände. Und ich müsste mich auch mal bewegen. Ja, mach das. Ich brauch die Pause ganz gerade. Also sowas habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Oh Gott. Völlig fertig gerade. Ich bin gerade so komplett Wrack. Ah. Scheiße, ey. So, dann bis gleich. Gib mir 2 Minuten. Okay. Oh Gott, Leute, ey. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich einfach nur fertig. Puh. Hello. And welcome to my repository. I am the curator. The curator of stories. Stories of love, hate, greed, and beauty. Life. And death. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. And we have to live with those decisions, or die by them. Boom. But there are worse ways to go. Unfortunate. Death. It is the tax one pays for having lived, and it comes eventually, to everybody. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken, or whatever mess you've made.